So, hallo meine Lieben. Ja, ich wollte mal ein kurzes Update geben. Es geht natürlich weiter. Ich bin auch im Hintergrund immer wieder mal am Machen. Ich komme nur leider auch gerade nicht zu den Videos. Und ja, der Radlader stand jetzt auch einige Zeit lang nur rum. War viel beschäftigt natürlich mit anderen Sachen, anderen Modellen und auch ganz vielen Aufträgen von euch. Deswegen ging es jetzt hier ein bisschen schleppender weiter. Aber ich habe natürlich jetzt schon einige Sachen weiterentwickelt. Das heißt, hinten ist die Pendelachse drin. Wunderbar, gibt es dann mit Schablone, wo genau ausgeschnitten werden muss. Die hintere Pendelachse beinhaltet auch direkt die ganze Servoaufnahme. Wird wieder gelenkt mit zwei 20 Kilo Servos, die nach vorne geleitet werden hier. Wie gesagt, das ist ein komplett Modul. Und auch vorne sitzt die Achse dementsprechend schon. Da ist momentan jetzt die ganze Halterung im Druck. Zylinder bzw. das ganze Hubgerüst ist noch in der Planung. Da habe ich jetzt Zylinder bestellt. Da warte ich aktuell drauf. Das dauert jetzt noch ein bisschen, aber wie gesagt, die Hinterachse ist an sich zu 99% fertig und final hier und da noch ein bisschen Anpassung und natürlich dann auch gucken, wie ist die Montage, wie einfach ist es, passen die Schablonen alle wirklich ganz genau, dass das Ganze möglichst einfach auch zum Umbau geht. Genau, die Felgen habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt gehabt, die zweiteiligen, die passen soweit auch inzwischen. Allerdings braucht man dafür halt immer die Gummireifen mit dazu und ich überlege mir noch eine Lösung für die Originalbereifung, wenn jemand sagt, okay, ich möchte es eher günstig umbauen und die anderen Reifen beibehalten. Genau, ansonsten, so sieht es momentan aus und es geht weiter. Ich halte euch auf dem Laufenden und wenn der nächste große Bauschritt ist, gibt es auch wieder ein langes Video von mir.